Hi, willkommen zurück zu Rocket League für die Nintendo Switch. Wir nähern uns den letzten Spielen dieser Saison und wir haben gute Chancen, auf den ersten Platz zu kommen. Wir werden sehen, ob das klappt. Fangen wir erstmal an gegen die Seekers. Die haben nämlich eine 5-4-Streak, während wir eine, ich glaube, 8-1er haben. Also, wir stehen schon relativ gut da. Yeah. Mal gucken, ob wir heute sogar als Sieger diese Saison beenden. Ich werde es sehen. Oh, da hat nicht viel gefehlt, Rudingos. Egal, er lässt mir nochmal den Raum. Die Freiheiten. Da würde ich nochmal sagen. Nutzen wir das Ganze. Schamlos. Aus. Also moin. Nee, ich glaube, uns fehlen jetzt irgendwie noch zwei oder drei Spiele und dann sind wir hier auch durch. Nur weiß ich leider nicht, ob das hier alles jetzt nach einem bestimmten Prinzip verläuft, und zwar dem Final-Prinzip mit Quarter, Semi und halt den Finals. Oder ob das hier immer noch so eine Spieltagrunde ist und nur die ersten vier kommen halt weiter in die Endrunde. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Scheiße, ich dachte schon echt, der wird den jetzt noch reinmachen, ey. So! Ja! Okay, aber ich stelle mich gerade anscheinend nicht allzu gut an, beziehungsweise ich habe verdammtes Glück. Ich bin aber ehrlich gesagt auch ein bisschen raus. Hey! Hier den gerade noch aus dem Tor wegschippt. So! Na? Okay, Gegenangriff. Gegenangriff. Nein und ja und nein und ach. Ah, oh, fuck. Ich dachte, ich könnte jetzt noch irgendwie reinköpfen oder so. Oh nein. Scheiße. Ja, da habe ich irgendwie das Problem gehabt, dass ich nicht mal in den Ball gekommen bin. Aber hey, es sind noch 3 Minuten. Ich denke mal, der wird auf jeden Fall zerpflückt. Kacke, oder auch nicht. Das kann nicht sein. Du Scheiße. Ach du Scheiße! Was für ein Glück kann man in 1 Leben haben, Mann! Ach du Kacke, ey! Ich stelle mich gerade wirklich echt nicht gut an. Es tut mir echt leid, aber. Eieieiei. Es tut mir echt leid. Also, ich würde mich gern besser anstellen, aber irgendwie ist es gerade so hart der Wurm drin. Ich weiß auch nicht, was los ist. Es ist tatsächlich alles verlernt, was mit Rocket League zu tun hat. Ja! Oh mein Gott! Rudingos! Ich glaube, er hat ihn am Ende sogar noch reingelenkt. Oder wäre er auch so reingegangen? Ich habe keine Ahnung. Wir haben aber richtiges Glück gehabt. Und jetzt sind wieder alle Karten offen. Und mal sehen, ob wir das jetzt wieder für uns nutzen können oder ob er jetzt vollkommen ausrasten wird. Er kullert wieder rein! Er kullert wieder rein! Ja! Oh mein Gott. Ja, nicht mal in einer Minute das Spiel gedreht. Aber noch sind wir nicht auf einem, ich sag mal, guten Pfad. Denn noch ein Tor von ihm und es ist wieder alles ausgeglichen. Also, ich wäre hier mit der Aussage, dass es schon gelaufen ist, sehr, 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 sehr vorsichtig. Und er kullert wieder rein, yes, Mann! Boah! Irgendwie jetzt dreimal die gleiche Gelegenheit und dreimal daraus ein Tor entstanden, ey. Krasser Typ, Mann. Ohne Witz! Ja! Ja, den Wetter ab und der läuft aufs Tor zu. Fuck, nein, nein, nein!
Oh Gott, ey, das kann doch nicht. Das ist doch echt das Glück des Profi-Koms, Mann. Das kann doch nicht sein, dass wir so ein verdammtes Glück haben können, Mann. Oh, da hat er aber auch Glück gehabt. Also ich habe ihn da richtig angewinkelt. Also ich habe halt geguckt, dass er halt ein Effet nach rechts kriegt. Aber... Hui. Nein! Oh, wieder dran vorbeigefahren, ey. Das hätte wieder ins Tor gehen können. Ey, ich krieg's aber auch echt hin, ne? Schade. Egal, wir haben es nochmal gedreht. 3-1 gewonnen. Danke, Mann. Danke, Mann. Vielen Dank. So, jetzt das große Finale gegen die Rebels. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Also, die Tabelle hat sich ja trotzdem immer noch verändert, ne? Weil ich hatte gerade eben, glaube ich, ein 8-1. Jetzt habe ich ein 9-1. Trotzdem, wenn ich jetzt verlieren sollte, wäre es ja immer noch ein... Naja, ein 9-2. Und da hätten die Rebels zwar ein 8-3, aber das ändert ja auch nichts an der Tatsache, dass ich dann gewonnen hätte. Also, ich komme mit diesem Saisonsprinzip nicht klar, ob das halt wie hier so ist wie beim Fußball in der Bundesliga oder generell in den ganzen Fußballligen. Dass es ja einfach um den Saisontitel geht, weil es ist ja kein Turnier oder so. Ich guck mal kurz in die Tabelle rein. Wie sind unsere... Oh. 31 Tore, 12 Gegentore. Also die Rebels, die hauen aber auch auf die Kacke, wie man sehen kann. Die machen auch ganz gut Tore. Genauso viel wie wir, aber kriegen etwas mehr Gegentore rein. Und in diesem Sinne... Ja, schauen wir mal. Dass wir sie klatschen. Auf geht's, jawohl. So, das große Finale gegen die Rebels. Das klackt und ich glaube, der geht in Richtung meines Tores. Hoffentlich nicht. Aber ja, geht er. Uiuiui. Gut, er lenkt ihn auf sein eigenes Tor. Finde ich, ehrlich gesagt, gar nicht mal so schlecht. Und wir damit jetzt wieder extrem Mist gebaut haben. Ah, ich dachte, jetzt könnt ihr so austricksen und den Ball reinhämmern. Sehr gut. Nein, wieder dran vorbeigesprungen. Das kann doch nicht sein. Schade. Ja, jetzt habe ich zu lange dafür gebraucht. Aber aus der Ecke, ich komme da irgendwie nicht raus. Ich krieg da keinen... Dein Ernst? Kommen da halt keine Möglichkeit. Weiß nicht warum. Keine Ahnung. Nee, ne? Also ich weiß nicht, was das soll, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Auch gerade eben hat sich wieder die Ballkamera entzentriert. Ne? Ist halt schlecht so, aber okay, ne? Ist ja nicht meine Schuld, dass die Ballkamera sich entzentriert. So, dafür kann ich ja nichts. Was tue ich denn da? Ey, der hätte drin gehen, der hätte reingehen sollen. Der hätte drin sein müssen und dann habe ich nochmal irgendwie so angeschoben, dass er verkackt hat.
das dein Ernst? Fuck! Der war zu hoch. Natürlich nimmt er sich hier noch den Turbo weg. Miststück. Fick dich doch ins Knie. Und natürlich trifft er dann wieder nicht. Also es ist halt, ich kann da halt nichts gegen machen. So, tut mir leid, ich kann da nichts gegen machen. Es ist halt einfach so. Ich kann da nichts gegen machen. Dein Scheiß Ernst! Ja, ich kann da nichts gegen machen. Ich kann da nichts gegen machen. Es ist halt einfach so. Entschuldigung, ich kann da nichts gegen machen. Ich kann da nichts gegen machen. Deine Scheiß Ernst, du Missgeburt! Ich kann da nichts gegen machen. Es ist schlecht. Ich kann da nichts gegen machen. Ich kann da nichts gegen machen. Ich kann da einfach nichts gegen machen. Tut mir leid. Es ist halt einfach so. Ich kann da nichts gegen machen. Wieder nichts. Ja. Keine Ahnung. Ja, ist nichts gegen zu machen. Da ist gar nichts gegen zu machen. Muss halt hoffen, dass ich gleich vielleicht noch ein Tor reinkriege. Aber ich glaube da nicht mehr dran. Ja, gerade wenn dann sowas kommt, kannst du nichts gegen machen. Kannst du einfach nichts gegen machen. Das ist halt einfach so. Es ist halt einfach so. Ich habe schon gedacht, dass der reingeht, aber das wird doch sowieso nichts mehr. Also ist halt schlecht. Ich kann halt nichts gegen machen gegen dieses Spiel. Ich kann da nichts gegen machen. Natürlich steht er nicht mehr. Ich kann da nichts gegen machen. Ich kann da nichts gegen machen. Ist halt schlecht. Entschuldigung. Ich kann da nichts gegen machen. Ich kann da nichts gegen machen. Das Spiel gönnt nicht. Ist halt schlecht. Ist halt richtig schlecht so. Ist halt leider richtig schlecht. Ne, also kannst du halt überhaupt nichts gegen machen so. Da ist gar nichts gegen zu machen. Da ist gar nichts gegen zu machen leider. Aber okay, ne. Da ist halt nichts gegen zu machen. Das ist halt leider richtig schlecht. Ja, genau, Endrunde. Was für Endrunde. Ich war in der Tabelle höher als der Bastardsohn. Das ist schlecht, ne? Also das gefällt mir nicht. Also dieses Saisonsprinzip, das gefällt mir nicht. Das ist richtig schlecht so. Das ist richtig schlecht. Das ist so richtig schlecht. Kannst du nichts gegen machen. Kannst du auch nichts gegen sagen. Das ist richtig schlecht so. Nein. Das sehe ich nicht ein. So. Nee, ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht, Alter. Nee. Mm-mm. Das ist richtig schlecht, Alter. Das ist so richtig schlecht.